schon wieder zurück sein, aber der Verkäufer hat Verspätung. Du bist noch da? Komm nächste Woche mal bei uns vorbei. Ach. Lass uns über was anderes reden. Mann, hätte ich nicht so meine Aufgaben, dann würde ich eigentlich ewig hierbleiben. Ist schön hier. Guck mal, Krankenstation, Händler, Videothekenbesitzer und meine neue Perle, die nichts von mir wissen möchte. Aber glaub mir, Mäuschen, wir lernen uns doch kennen. Aber egal. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu Dying Light 2. Und wir hatten jetzt in den letzten ein, zwei Folgen uns ein bisschen Villador angeguckt. Zum einen, was wir hier gleich auf dieser Open World Card überhaupt machen können, was wir begehen können und was so ein bisschen unsere Aufgaben sind. Und in der letzten Folge waren wir mitunter als Nebenquest sehr, ich würde mal sagen, fleißig gewesen. Ich wollte eigentlich auf Harkon treffen, der wiederum mal hieß es, ich soll einen Bazar treffen, mit ein paar Leuten quatschen. Und am Ende des Tages habe ich gedacht, okay, machst du die Nebenquests und dann wird der bestimmt schon kommen. Und als ich angefangen habe mit den Nebenquests, auf einmal kam er erst. Und da gehen wir jetzt auch hin. Wo ist er denn? Ach, ist er hier auf dem Bazar oder was? Meine Tante sagt, mit dem Virus infizierte Spucke heile Pille. Hä? Ich will lieber nicht wissen, woher sie das weiß. Harkon? Harkon? Wo denn? Ach da, ich wollte gerade sagen, ich dachte, der wäre jetzt hier da wieder im Gebäude. Gut, ja, als kleine Randinformation für all die Leute, die es nicht kennen. Wir sind ja hier mit in der Zombie-Apokalypse. Ein Virus hat um sich geschlagen, dadurch ist auch der erste Teil entstanden. 15 Jahre später sind wir jetzt hier. Es ist alles verwahrlost und verwildert. Und ja, Villador scheint wie ein Rückzugsort zu sein, ist es aber nicht direkt. Villador ist mehr oder weniger eigentlich nur eine Festung für die ganzen Infizierten. Und darunter gehören wir einfach mal. Was das hier ist, das ist ein Grafikfehler. Wie wir den wegkriegen, ganz einfach. Geht auf Start und einfach mal ganz kurz auf Beenden. Dann auf wieder fortfahren. Fangt ja meistens dort an, wo es jetzt abgespeichert oder automatisch abgespeichert wurde. Bestimmt bei uns hier auf dem Bazar. Wie ich schon gesagt habe, wir sind hier auf dem Bazar. Zur selben Zeit aber, wo wir gerade aufgehört haben, ist 8.44 Uhr. Ich werde höchstwahrscheinlich mehr oder weniger die ganzen Hauptmissionen, wenn überhaupt, spielen. Solange das meine Nerven am besten noch aushalten. Die Nebenquests, ihr wisst ja schon mal, ich habe schon mal gesagt, Techland hat ja angegeben, dass die Nebenquests mit den Hauptmissionen bis zu 500 Spiel schon einfach mal bedauern kann. Was machen wir hier? Und das will ich halt vermeiden, genauso wie ich vermeiden möchte, eigentlich hier. Was machst du denn hier? Da! Vielleicht war das dein Problem. Aether hat sich sicher gefreut. So, jetzt komm mit dir jetzt mal rauf, komm! Au! So. Da sind Infizierte. Okay. Und was ich da sagen wollte, genau, dementsprechend werden wir halt wenig von den Nebenmissionen machen, mal ab und zu, gerade wenn wir vielleicht ein paar Sachen brauchen. Ah, guck mal hier, ein Reisender. Alles gut? Wenn uns das Wasser ausgeht, sind wir alle am Arsch. Ach, das kriegen wir schon hin. Ach, ihr seid gerade unterwegs und sucht ein paar Ressourcen oder was? Ey, warte mal. Ach, das sind alle Zombies. Okay, gut. Was wir aber natürlich nebenbei noch ab und zu mal machen werden, das hatte ich schon in der letzten oder vorletzten Folge entdeckt, wir haben nämlich hier Windräder, die sind so ein bisschen für die Stromversorgung nämlich da und die sieht man überall so ein bisschen. Mal gucken, findet man jetzt hier auf Anhieb mal einen? Gerade aktuell nicht. Aber ihr seht auf alle Fälle Windräder, da müssen wir raufgehen. Das hat so ein bisschen wie, die, ja, vom Prinzip her, wie diese Turmprinzipien bei Far Cry und bei Assassin's Creed. Die müssen wir halt besteigen und da was aktivieren und dann können wir halt verschiedenste kleine Verstecke und Häuser hier in der Nähe bauen. Ja, so viel dazu. Aber wie gesagt, wir gehen erstmal zu Harkon, der hat nämlich eine neue Hauptmission für uns. Wichtig ist natürlich immer so ein bisschen gucken, wo können wir runterspringen, weil wir sind doch nicht so stark und wo sind vielleicht potenzielle Gegner? Das sind glaube ich keine Gegner, also die tun uns jetzt hier reichlich wenig. Und wenn es geht, auf solchen Sachen hier auch landen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier drin ist. Da sind zum Beispiel... Oh, genau. Da können wir am besten erst rein, wenn es Nacht ist. Weil sonst greifen die uns irgendwann an.
Hallöchen. Ach komm, wir lassen es lieber, weil ich will jetzt nicht so mutig wirken. Am Ende des Tages bin ich tot. Oh, oh. Ja, und das ist auch eine Sache. Hier sind Gegner. Einfach mal so, okay. Hey, alles gut. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich auch nicht. War ein großer Fehler. Oh, ei, ei, ei. Oh, das hat mir getan. Ah, ah. Oh. Na komm her. Oh, oh, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Naja, jetzt hast du mich. Als ob. Kommt das mal her. Wir müssen so ein bisschen die Lage checken. Au! Naja. Ja, zeig mal her, was du kannst. So, ein nach dem anderen. Oh. Ha! Oh. Okay, jetzt wegrennen. Ah, Sprung. Sehr gut. Warte, 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 warte. Jetzt kommt mal her. Oh. Warte, 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 warte. Wo war denn das jetzt hier gewesen? Wo waren jetzt hier? Na komm. So! Ha! Spasti! Hast du noch ein Wurfmesser? Komm her! Na, komm her, wenn du nicht raus! Komm doch her! Na, komm doch her! Ich schwör dir, wenn. Aua! Ja, ich hab ja gesagt! Die sollen sich lieber verpissen. Gut. Ja, die haben wir, glaube ich, hinter uns gebracht. Hoffe ich mal zumindest. Hier schönes drin, ein paar Teile. Ja, ich hatte nämlich jetzt viele Sachen auch in mein Versteck mal reingepackt. Das ist beim Bazar das Versteck, um einfach mehr Ressourcen hier zu sammeln. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt auf verschiedene Taschen in eurem Verstecken zugreifen könnt. Heißt, wenn quasi auf dem Bazar in dieser Tasche, in diesem Verstecktasche die Ressourcen reingepackt worden sind, ob ihr auch woanders auf zugreifen könnt. Das weiß ich leider nicht. Das können wir einfach mal gucken. So, haben wir noch irgendwas hier? Ach, da oben. Warte mal, da oben ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Genau. Das sind relativ spezielle Sachen noch. Komme ich so einfach hoch? Ja. Boah, ein bisschen. Also, man muss auf alle Fälle ordentlich hier sammeln, bis man ein paar Münzen hat. Das dauert echt sehr, sehr lange. Oh, bequeme Schuhe. Boah. Klamotten sind immer gar nicht schlecht. Weil bequeme Schuhe habe ich nämlich noch gar nicht. Fertigkeiten, Inventar. Ah, ich bin angezogen. Wunderbar. Damit bin ich... Schaden, Parkour-Angriff. Okay, Heilungsgeschwindigkeit. Nicht schlecht. Oh. Sind wir ein bisschen schneller geworden? Nee, nicht unbedingt. Sind keine Gegner? Okay, wo ist Hakan? Hakan, Hakan. Da! Ich habe meine Kids seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser albernen Blockade des Stadtzentrums. Oh. Ah, warte mal, hier ist ein Windrad in der Nähe. Ah, guck mal da hinten. Inaktives Windrad, das kann man nämlich aktivieren. Aber gesagt, also dann machen wir uns mal da kurz mal auf den Weg, weil wenn wir da schon in der Nähe sind, die gehen relativ schnell und wir verdienen uns ein paar, ja, coole Sachen. Hopp. Oh.
hinten sind welche. Ah. Könnt ihr uns sehen? Nee. Oh, oh. So, ist hier noch irgendjemand? Bist du ein... Schon okay. Bist du ein Gegner? Sorry. Ich weiß nicht, ob du ein Gegner bist. Du hast gerade mit denen abgehangen. Kann ich immer nie davon sicher gehen, dass du nicht irgendwer bist. Gut. Zack. Haben wir. Oh. Alles gut gebrauchen. Oh, sehr schön. Haha. Oh, das hat sich auf alle Fälle gelohnt. Ist ja, glaube ich, noch bei mir ein bisschen Kamille gewesen. Hier. Kamille. Und hier war noch Honig, wa? Da. Und hier. Wunderbar. Kurz mal eine Binde holen. Oh, Scheiße. Wir müssen ganz langsam ranschleichen. So. Sei ruhig. Okay. Schnell. Hemmstoff? Ja, da muss ich immer gleich reingucken. Sehr gut. Gut. Oh, komm, wir wagen uns das doch weiter rein. Okay. Oh, Scheiße. Okay, gut, 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 gut. Oh Gott, ey, gehen wir noch weiter runter? Also richtig vorbeischleichen können wir anscheinend auch nicht. Liegt einer? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo bin ich reingeraten? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das schaffst du, du bist stark genug. Du schaffst das. Ist noch einer. Oh, Scheiße, hier sind ganz viele. Egal. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Wir sind nämlich jetzt gerade in einem Bereich, wo sehr viele Infizierte sind und wo die Chance hoch ist, dass wir uns auch infizieren könnten. Oh Gott, ich will mich nicht alles angucken. So viel dazu.
Und wird der nicht angezeigt? Der wird angezeigt, okay. So. Ganz ruhig. Das Stapel dürfen wir nämlich nicht anmachen. So, dann war ganz, ganz schnell hier erwischt. Komm schon, Mann, öffne die Kiste. Zigaretten sind immer gut zum Verkaufen. Auch wenn es, glaube ich, bestimmt eigentlich eine leere Schachtel ist, aber egal. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand hier im Haus dringe ist. Ich glaube, hier war noch einer dahinter gewesen, genau. Ah! Nein! Psst! 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 Sei leise, bitte! Reis. Hep. Hallo? Okay. Oh. Draht? Haben wir jetzt hier noch irgendwo was? Eigentlich nicht mehr. Hier oben haben wir echt alles abgegrast. Ich will... aber auch nicht weiter runter. Da waren wir auch schon gewesen, glaube ich. Ja, da waren wir schon gewesen. Puh, okay. Oh, das war aber wirklich ein sehr lohnendes Geschäft, muss ich mal sagen. Sag mal, was ist denn das Blaue dort? Kann ich nicht irgendwie reinzoomen? Nee. Okay. Na gut. Ich wollte eigentlich so ein Windrad. Ach, da oben ist es ja. Perfekt. Ansonsten hier irgendwas? Nö. Ja, finde ich immer sehr cool gemacht, habe ich auch schon in den letzten Folgen gesagt, werde ich mich ja wahrscheinlich immer wieder mal wiederholen. Die Überlegung an sich für uns natürlich ist, wie kommen wir hoch? Manchmal ist es sehr plausibel. Hier sind auch irgendwelche Monturen, guck mal, es geht immer rauf und runter. Wir müssen mal warten, bis es relativ weit unten ist oder natürlich im besten Falle ganz unten und dann springen. Und dann warten, warten, warten. Go. Ah. Puh. Noch kurz tief durchatmen. Viel ist es nicht mehr. Gleiches Prinzip machen wir wahrscheinlich jetzt auch noch hier. Oh. Oh. Puh. Puh. Ja. Das war schon das Gröbste gewesen. Also, es ist so ein bisschen Jump'n'Run-mäßig, muss ich echt mal sagen. Aber cool gemacht. Und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Ich muss aber dazu sagen, hier gibt es eigentlich nichts Großartiges. Hätte sein können, dass man hier oben irgendwas Schönes einsammelt. Dem ist aber nicht so. Ja, jetzt gucken wir uns so ein bisschen um die Sicherung. Jetzt gehen wir die Lichtlein ein. Und jetzt seht ihr schon, da auf dem Dach in der Nähe, da ist nämlich jetzt ein Versteck, was aufgemacht wird. Und da sind dann einige Leute, Händler und so. Und ja, da fühlt man sich ein bisschen geborgener und natürlich auch sicher. Gerade abends halb, wo man dann ein bisschen Zuflucht und Unterschlupf finden möchte. Und sieht das Ganze jetzt ausgebaut aus. Eigentlich ganz cool.
Ja, das war's im Endeffekt auch schon gewesen. Gut, wo ist Nakon eigentlich? Ah, puh. So, mit denen kann man mal kurz handeln. Ich will mal ein paar Sachen verkaufen. Weil ich denke mal, sowas wie Zigaretten und so können wir gar nicht großartig gebrauchen. Tonschuhe, verschiedenes. Hier zum Beispiel Dose. Kann man einfach, wenn man seltenes Pferd hat, wenn man lebende Möglichkeiten, ja, verkaufen. Zigaretten nur 20, okay. Preis hätte ich gedacht auch ein bisschen mehr, wa? Gut. Und Ressourcen sind halt eigentlich eher wichtig wirklich für uns. Also die würde ich jetzt tunlichst nicht verkaufen. Außer ihr braucht es unbedingt. Aber das andere sind einfach nur Ressourcen, die oder Sachen, die ihr einfach dann hier verkaufen könnt. Oder vielleicht auch tauscht. Ich weiß es immer nicht so. So, Hakan. Hakan ist irgendwo hier. Vorne ist er. Sprung. Hakan! Hakon. Hakon. Du bist ein besserer Kletterer als dieses verrückte Mädchen, das ich mal kannte. Mann, das war vielleicht eine. Sie wollte sogar das höchste Gebäude der Stadt erklimmen, den Vienziturm. War sie eine deiner Frauen? Beinahe. Aber zu temperamentvoll, selbst für meinen Geschmack. Was ist mit dem Durchgang zum Stadtzentrum? Genau. Schau, von diesem Dach aus kannst du die Basis der Peacekeeper sehr gut sehen. Ah. Die Peacekeeper geben in der Stadt den Ton an. Also haben die Picards in der Stadt das Sagen? Zumindest glauben sie das. Deshalb brauchen sie auch die Uniform und Rangabzeichen. Sie tätowieren sie sich. Sie sind total besessen von Hierarchie. Aber sie kontrollieren die Stadt nicht. Zumindest nicht vollständig. Wer kontrolliert den Rest? Der Colonel. Die Abtrünnigen. Du wirst sie hier nicht antreffen. Vorerst. Und was kommt als nächstes? Du hast mich hierher gebracht, um einen Blick auf die Peacekeeper zu werfen. Die PKs sind dein Ticket ins Zentrum. Ich sagte dir ja, dorthin kommst du nur durch die U-Bahn-Tunnel. Ich gehe rein und lenke sie vom Bahnsteig ab. Dann gehst du in den Technikraum der U-Bahn. Da drin ist eine Luftschleuse. Durch die kommen wir beide zum Zentralring. Also könnten wir sie nicht einfach fragen, ob sie mich durchlassen? Keine Chance. Im Augenblick verdächtigen sie jeden Unbekannten des Mordes an ihrem Commander. Sie kennen mich. Ich mache manchmal mit ihnen Geschäfte. Lampen von den Mädels oder Waren aus der Dark Zone. Es gibt da vielleicht ein paar Infizierte, aber nichts, womit ein Pilger nicht fertig wird. Sag Bescheid, wenn du an der Hauptstation bist. Leg dich besser schlafen. Du brichst erst spät heute Nacht auf. Oh nein! Es sind weniger Infizierte in den Tunneln. Oh. Warum? Oh, oh fuck. Hakon, da ist eine Kreatur, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Wie sieht sie aus? Groß ist sie nicht, aber extrem schnell. Ist wohl ein Flüchter. Die haben oft interessanten Kram dabei. Aber um einen von denen zu erwischen, musst du jagen können. Ist jetzt keine gute Zeit für sowas, Aiden. Geh zu den Tunneln. Wie bitte? Also hier sind wir jetzt eine UV-Lampe, genau. Oh, nee, oder? Oh, ein Band. Supi, so gleich nochmal geguckt. So, wo muss ich jetzt hier lang? Ich will nicht, ich hab Angst. Da muss ich hin, okay.
Ich will mal gucken, was ist denn das Blaue da? Da! Ha! Oh, sehr gut, ich habe einen erwischt. Oh, da sind einige von denen da unten. Oh, scheiße. Mist. Ach, du Armer, ey. Oh, bisschen schneller hier. Puh, geschafft. Alles gut, ich habe alles geschafft. So. Oh, Schwein gehabt. Puh. Okay. So, was habe ich denn jetzt eigentlich so Schönes bekommen jetzt gerade von denen? Wir können sowieso mal gucken. Habe ich irgendwie so ein paar... Nee. Nee. Doch, hier, guck mal. Schöne Handschuhe. Oh, cool. Ah, guck mal, da ist ein... Ach du Scheiße! Lecco mio, was ist das denn? Oh nee. Oh nee, ein Heuler. Oh, scheiße. Oh Scheiße, oh Scheiße. Wenn ich Glück habe. Aber nur wenn ich Glück habe. Gehen die alle jetzt da gleich hin? Oder so? Oh ja, sie gehen da wirklich hin. Komm. Aiden, Mann. Nein, Dietrich. Oh Gott, ich bin gleich tot. Aiden, nicht hocken! Laufen! Aiden, lauf doch mal! Ah, scheiße! Leck mich! Oh, oh. Wow! Oh, noch ein Heuler! Hilfe! Hakon, Hilfe! Oh. Was ist das? Wo bin ich jetzt? Oh Gott! Oh Gott! Ich dachte, das ist jetzt sicher! Was bist du denn? Alles gut! Hallo? Oh Gottes Willen! Oh. Ja, ja, ich geh schon! Entschuldigung! Oh Gott! Oh. Ein Heuler! Geh weg! Ich hasse es bei Nacht! Ja, wir gehen mal bei Nacht, wa? Ah. Oh, leck mich am Arsch! Oh, und ich muss auch langsam wieder hoch! Okay.
Hopp, 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 hopp. Oh Gott. So. Oh Gott, das hat mich erschreckt. Nicht so husten, was mich erschreckt. Nein, 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 nein. Aiden, loslassen. Genau, jetzt einfach da rein. Wunderbar, wunderbar, genau. Oh. Oh, shit. Das hat so gut funktioniert hier. Oh, da habe ich ja noch einen. Wo sind die denn jetzt alle? Oh oh. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ah! Na komm her. Oh Gott, ich mag's hier. Na, wer traut sich? Komm nur her. Ah, ey, was? Puh. Nun komm her. Oh Gott. Tut euch doch sowas nicht an. So. Oh, Zigaretten. Ah, Scheiße. Oh Gott, ey, diese ganzen Geräusche, kann das nicht ein bisschen leiser sein? Oh. Oh, ach deswegen. Finde die Beinchen? Oh, ja. Oh, es fehlt hier noch ein bisschen mehr. Oh Gott. Oh Scheiße, wo ist der? Okay, der ist ganz weit weg. Der ist wahrscheinlich damals gefolgt, das kann sein. Was? Aiden! Rüber! So. Der ist auf alle Fälle weit, weit weg. Nee. Oh nein, 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 nein. Einfach nur werfen. Werfen oder abbrechen. Oh Gott. Okay. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt. Ja?
Ja. Zack. Oh, okay. Rein mit uns. Ich guck auch nicht hin. Okay. Bis später. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.